Hallo und freundliches Willkommen hier wieder bei TV Berlin. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn er ist vermutlich einer der ältesten, also der ältesten nicht, aber einer der dienstältesten auf der Bühne stehenden Rocker. Bei mir Dieter Birr, Maschine genannt. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Dankeschön. Ja, der Dienstälteste, weißt du noch, kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt, also das erste Mal auf einer Bühne erinnern? Ja, das war in der Werkzeugfabrik Treptow, da habe ich gelernt. Ja. Da hat man mich gefragt, ob ich mal spielen möchte. Da weiß ich auch noch, was ich gespielt habe, und zwar Marina von Rocco Granata. Ah ja. Und der Applaus war gefühlte 5 Minuten. Also, meinetwegen hatte vorher noch nie jemand geklatscht, ja. Und ja, das war überwältigend. Wann war das? Leute, das war, warte mal, wann habe ich denn gelernt? Das war Anfang 19, der 60er oder so. Ja, ja, Anfang der 60er, genau, ja. Also das war so das erste Mal, dass ich Bühnenluft geschnuppert habe. Das erste Mal? Ich ganz alleine und Marina gesungen. 69 ging es dann los mit den Pudis im Tivoli und in Freiberg. Und da hast du auch gerade wieder gespielt. Diesmal genau. Aber nur zu zweit, ja. Mit Uwe Hasbecker von Silly. Genau. Maschine, ja, Maschine ist sowieso dein Name, aber Große Herzen ist dein neues Werk, ja? Dein fünftes Soloalbum. Und wenn man sich so anhört, dann hat man so ein bisschen, also es ist, du hast alles selbst gemacht, ne? Ja, ja. Es ist persönlicher als früher, finde ich. Ja, das sagen viele, aber ich meine, ja, wenn man schon so viel Musik gemacht hat und auch schon so viele Texte, dann überlegt man schon mal, worüber kann man denn noch mal singen, weißt du? Und da habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert, zum Beispiel an meine erste Liebe oder an meinen damaligen Freund, mit dem ich ja praktisch meine Kinder- und Jugendzeit verbracht habe. Dann hat mich natürlich sehr getroffen der Tod von Mackie, der Sänger von Omega. Weil wir hatten vor, im letzten Jahr wollten wir in Ungarn spielen und so noch ein paar Konzerte machen, im Neff-Stadion vor 60.000 Leuten. Ich glaube, Uwe war dabei, ne? Oder so, oder? Ja, ja, der wäre dabei gewesen. Wir haben ja auch vorher schon gespielt zusammen. Ihr habt doch zusammen. In Ungarn, ja. In Budapest, ja. Da waren, weiß ich, 20.000 Menschen, also war ausverkauft. Und war wirklich richtig toll gewesen. Und offensichtlich kannten mich da auch ein paar Leute. Denn die haben geklatscht, als ich rausgekommen bin. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen persönlicher, dachte ich mir, du hast ja, ich meine, wir sind jetzt im dritten Jahr nach Corona oder in Corona, jetzt klingt es hoffentlich ab, aber zwischendurch war halt nichts. Man hatte viel Zeit und da hast du auch Texte draus gemacht, ja? Genau, ja, ich habe gemacht, den ersten Text, den ich gemacht habe für das Album, war Bessere Tage. Der hieß eigentlich in der Arbeitsversion Tragische Tage, bietet ja auch teilweise Singe in dem Song. Und das Einzige, wo die Plattenfirma einen kleinen Rat gegeben hat, ansonsten haben die sich völlig rausgehalten, haben die gesagt, es wäre doch schön, wenn die Nummer eine positive... Positiv belegt werden, ja. Genau. Und da war mir sofort klar, Corona will kein Mensch mehr hören, und habe Bessere Tage gemacht. Und Bessere Tage, so endet ja der Song auch, der soll ja nicht sozusagen dich runterziehen, der Song, sondern... Soll ja Hoffnung ein bisschen machen. Hoffnung machen, genau. Das war übrigens das einzige Mal, dass ich die Plattenfirma reingegangen habe. Ansonsten hatte ich völlig freie Bahn gehabt. Die haben mich machen lassen und sie waren auch zufrieden. Also insofern war die Corona-Zeit für dich nicht irgendwie eine Auszeit, sondern eine produktive Zeit. Genau, hat eine Weile gedauert, weil am Anfang hatten wir beide nicht so richtig Lust. Hasbe auch nicht, mit dem ich gern... Uwe Hasbecker. Genau, zusammenspiele. Und er sagte auch, er wisse ja nicht mehr, ob er noch Gitarre spielen kann. Naja, das war irgendwie so, war kein Horizont in Sicht. Und keiner wusste, wie lange dauert es denn noch. Und irgendwann kam dann das Angebot, dass ich ein Album mache. Und dann fing es an zu rattern. Und dann war ich ständig natürlich auf 100. Das ist ja dann auch schwierig, wenn nichts passiert. Gut, ich meine, wenn so eine schwierige Situation ist, dann schreibt man darüber, aber wenn ansonsten nichts passiert, erlebt man ja auch nichts und weiß auch nicht so richtig, worüber man eigentlich schreiben soll, oder? Genau, ist das dann auch vielleicht so ein bisschen so eine Blockade? Okay, dann kommen 1, 2 Titel raus, aber das war's dann auch? Naja, ist ja so, wenn ich immer wegen einem Album anfange, denke ich, hoffentlich fällt mir noch was ein. Das ist jedes Mal so und das kenne ich. Ja. Und ich war guter Hoffnung. Ich habe ja auch einen guten Mitproduzenten, Co-Produzenten gehabt. Das ist der Lukas Schaaf, der auch gleichzeitig bei Bellbook & Kendall Keyboard spielt. Und der hatte genau die richtige Nase für mich gehabt, weil das ist ja immer wichtig, dass man auch zusammenpasst. Vorher habe ich ja mit Markus Gorstein gemacht. Das war ja auch sehr, sehr schön gewesen. Und mit dem Lukas, wir hatten irgendwie so einen Draht zusammen. Er kommt ja so mehr von der Popmusik und nicht von der Rockmusik. Und ich muss ihm dann natürlich immer sagen, mach mal die Gitarren lauter, wisst ihr? Ja, aber die Zusammenarbeit war sehr fruchtbar gewesen. Er ist ja noch sehr jung, Anfang 30. Und wir haben so lange gearbeitet,
an dem Titel gefummelt, bis wir beide zufrieden waren. Und ja, das Ergebnis, ja, ich bin auch erfreut, dass die Platte so gut gelaufen ist oder immer noch läuft. Immer noch läuft. Und du bist jetzt damit mit Uwe unterwegs, schon seit ein paar Wochen, aber es geht noch weiter, ja? Also ja, die ja. Konzerttour läuft noch. Genau, ja. Als nächstes sind wir jetzt in Neubrandenburg, in einer, wie heißt es da, Konzertkirche, ne? Und, kann sein, ja. Ja, ja, also wir haben, also man muss nur auf meine Berlin? Seite gucken. Hm? Und Berlin? In Berlin weiß ich jetzt nicht. Steht es hier möglicherweise drauf? Wir gucken mal. Nee. Ich habe nämlich ehrlich gesagt im Internet auch nichts gefunden, wann ihr in Berlin spielt. Nee, in Berlin ist noch nicht geplant, oder? Nee, im Sommer Olympiastadion. Achso. Du bist eingeladen, ne? Am ersten oder am zweiten Tag? Ja, wann du willst. Ach so. Am ersten oder am zweiten Tag. Also, ja. Also das sollte jetzt ein Gag sein, nicht ernst nehmen. Gibt es noch Restkarten? Obwohl der Vorverkauf hat angefangen. Gibt es noch Restkarten? Nee. Man weiß es nicht, ne? Ihr spielt ja wahrscheinlich vor den Stones oder so. Nee, die spielen nach uns. Die spielen vor uns. Die sind euer Vorprogramm. Ja, ja. Apropos Stones, ihr habt du bist ja sozusagen bekannt als Pudi. Ja. Oder 69 ging es los, dann habt ihr euch irgendwann getrennt, dann wart ihr wieder zusammen und dann habt ihr euch endgültig getrennt. Ja. Hängt das immer noch so ein bisschen auch musikalisch nach oder machst du jetzt was völlig anderes? Also irgendwie. Ich habe ja bei den Pudis auch schon mich selber eingebracht. Ja. Ich habe ja fast alles geschrieben. Du hast ja fast alles gemacht. Und man kann sich selber natürlich nicht verleugnen. Ja. Aber ich bemühe mich natürlich auch immer wieder neue, wie soll ich sagen, Ausdrucksmöglichkeiten zu finden oder irgendwie, dass es zumindest so klingt, dass die Leute hören, die Platte ist 2022 entstanden. Ich frage mal was ganz andersrum. Mhm. Neulich habe ich mit deiner Schwiegertochter drüber gesprochen, also mit Jana Groß von Bulbock & Kendall, die war hier. Das ist nicht meine Schwiegertochter. Nicht deine Schwiegertochter, Quatsch. Nee, aber in der Band ist ja, naja, gut, also fast deine Schwiegertochter. Dein Sohn gehört zur Band, stimmt, sie ist ja mit dem anderen verheiratet. Ja. Nee, war sie. War sie. Ja. War sie. Also Bulbock & Kendall, mein Fehler jetzt. Mhm. Die haben immer Englisch gesungen. Hattest du und nie Deutsch. Hattest du mal die Idee, irgendwann mal Englisch zu singen? Na, wir haben ja mal eine englischsprachige Platte gemacht und da waren wir auch in England gewesen, in der Nähe von London. Das ist schon länger her, das ist schon länger her. Fast 30 Jahre her oder so. In den Rich Farm Studios. Hat damals Jazz Rotal produziert, Bad Company. Nee, das war so, ja, wann war denn das? Das war 1980. Genau. 40 Jahre fast her, ja. Ja, im Dezember, am 8. Dezember wurde John Lennon erschossen. Das haben wir miterlebt. Also diese Nachricht haben wir dann im Studio ja bekommen. Gibt es auch ein Lied am 9. Von Dezember, John. Genau. Da ich mich das sofort. Ist allerdings Deutsch. Das ist allerdings Deutsch. Ja, nee, ansonsten, wir haben ja früher, als wir gecovert haben, Englisch gesungen. Mhm. Also haben wir uns eingebildet. Wir haben ja das phonetisch abgehört. Wir können ja kein Englisch, außer I love you und Darling. Und also wir hätten jetzt nicht die. Ich glaube, in euren Anfängen hattet ihr sogar mal Spielverbot, weil ihr nur Englisch gesungen habt, ne? Ja, alles mögliche. Wir hatten eine Nebelmaschine und da schrieb ein Musikmagazin, ich glaube, das war die Unterhaltungskunst, dass wir einen Karton haben mit Puder auf der Bühne und da sind wir reingesprungen. Und das ist Puder. Ja, weil die kannten natürlich keine Nebelmaschine. So, ja, irgendwie als merkwürdig, ja. Ja, also ja. Englisch war nie ein Thema. Also jetzt nicht. Also ich meine, wäre ja dann auch, dass man es europaweit, weltweit besser vermarkten kann, möglicherweise. Genau, ne? Genau. Das war ja damals auch der Sinn der Sache, als wir die Englischsprache gemacht haben. Far From Home hieß die. Aber die wurde am meisten in der DDR verkauft, die Platte. Das hat im Ausland keinen interessiert. Ich meine, wenn du sowas machst, dann musst du natürlich auch Promotion machen. Du musst vor Ort sein, du musst Touren machen, du musst im Radio präsent sein, du musst Fernsehsendungen haben und sowas alles. Und für eine Band aus der DDR war das seinerzeit relativ schwierig, obwohl ihr ja reisen konntet. Ja, aber ich denke mal, dass die Medien und so, die hatten da vielleicht nicht so ein großes Interesse. Ich war ja wahrscheinlich, man hat glaube ich gehört, dass wir Kinder Engländer sind. Du bist jetzt fast 60 Jahre, so Anfang der 60er, fast 60 Jahre auf der Bühne. Irgendwann hieß es mal, das ist keine Ente, wir spielen bis zur Rockerrente, aber offensichtlich gibt es sowas gar nicht für Rocker, ne? Nee, also ich will so lange weitermachen, wie es mir Spaß macht, solange mich die Leute hören wollen und solange mir auch noch was einfällt. Und warum soll ich jetzt vorher aufhören? Mhm. Ja, also wir haben ja mit den Pudis aufgehört. Da ging es allerdings auch darum, weil ich wollte gerne auch noch mal was anderes machen. Also nicht von der Bühne fallen,
oder von der Bühne gepfiffen werden, sondern wir wollten uns selber aussuchen, wann wir aufhören. Und wir haben ja wirklich auf dem Höhepunkt aufgehört. Wir haben 2 Abschiedskonzerte gemacht in der Mercedes-Benz Arena und wollte einfach hinterher noch ein bisschen Zeit haben für mich, um irgendwas selber zu machen. Was ich mich selber. Ja, aber das ist im Prinzip das Gleiche, nur jetzt nur noch unter deinem Namen, ne? Ja, ja, genau. Abschiedskonzerte machen ja gerade relativ viele, ne? Also City hat sich gerade verabschiedet, Pudis haben sich verabschiedet, bei Karat bröckelt es auch so ein bisschen, ne? Bei anderen Bands auch, die jetzt mal Tschüss sagen. Ist da so eine Art, findet gerade in der Rockmusik vielleicht so ein Generationswechsel statt? Nö, kann das kann so schon sagen? Sein. Also das nächste wird wahrscheinlich Karat sein und dann wird Silly dran sein irgendwann. Und dann wird es kaum noch aktive DDR-Bands geben, also ehemalige DDR-Bands. Ja, das ist ja ganz normal. Also wenn wir jetzt 200 Jahre alt werden, dann wollen wir alle noch ein bisschen spielen. Dann spielt er noch ein bisschen weiter. Genau, ja. Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik. Es geht dir gut nach dieser dunklen Zeit, die Zeit in diesem weißen Raum, Einsamkeit. Nun bist du wieder erwacht aus dieser künstlichen Nacht. Ich wünsche dir und wünsche mir. Halte durch. Am Horizont ist wieder Licht. Am Horizont ist Zuversicht.
So, da sind wir wieder. Bei mir ist immer noch Dieter Birr, genannt Maschine. Der Name kommt übrigens daher, wenn ich es richtig erinnere, dass du irgendwie früher immer so viel gegessen hast und eigentlich Fressmaschine genannt wurdest. Naja, der hat mich zum Glück, das war damals unser Schlagzeuger Gunter Bosius, der hat gesagt, der frisst wie eine Maschine. Ach so, so. Ja, ja. Und zum Glück hat sich dann auch Fressmaschinen nicht durchgesetzt. Fressmaschine wäre jetzt nicht so schön, ne? Wäre nicht so geil. Nee. Maschine hört sich irgendwie gut an. Ja. Wir müssen nochmal, oder ich will mit dir nochmal über die Pudis reden. Ist ja irgendwie ein bisschen unschön zu Ende gegangen. Also ihr habt euch gestritten um Tantieme, ne? Wie immer bei vielen Bands geht es ums Geld. Wenn du jetzt in der Rückschau das Ganze betrachtest, gibt es da Dinge, die man vielleicht oder die ihr hättet anders machen sollen? Auf jeden Fall, ja. Ich wäre oft gefragt, was würdest du denn einer jungen Band raten, was sie beachten sollen auf ihrem Weg? Habe ich immer gesagt, ja, also eine Band sollte selber entscheiden, weil die müssen ja mit dem Herzen dabei sein, ihre Leidenschaft in die Musik bringen und das können sie ja nur selber fühlen und entscheiden dann. Sie sollten aber einen guten Manager haben, denn eine gute Band soll ja auch gut vermarktet werden, ganz wichtig. Und man sollte sich vorher darüber einigen, wer die Songs erfunden hat, der soll dann auch als Autor genannt werden, als Komponist oder Texter oder je nachdem. Da sollte man sich vorher einigen. Und das haben wir nicht gemacht. Ich habe dann sozusagen so als aus Freundschaft dann angefangen zu teilen. Und ja, und das war jetzt nicht so günstig gewesen. Und irgendwann ging es dann schief sozusagen. Irgendwann wollten dann mit der. Ja, ja. Aber die Sache ist zum Glück ausgestanden. Ich bin jetzt offiziell wieder allein ja Komponist und bin auch zufrieden, dass das endlich vorbei ist. Mhm. Seht ihr euch trotzdem manchmal noch? Nur im Fernsehen, ja. Ah, ja, im Moment nicht. Also ich habe Kollegen jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ne. Und ist auch nicht, also gut, ich meine, nun sind ja auch einige schon ein bisschen in den Jahren und nicht mehr ganz so fit oder so. Also Wiedervereinigung steht nicht in Sicht. Ja, nee, also ich hätte nicht dagegen, die Kollegen zu sehen. Quast hat ja mal gesagt, er würde mich nicht sehen wollen, aber das kann ich natürlich gut nachvollziehen, weil er wahrscheinlich ja nicht wüsste, wie er sich verhalten soll. Mhm. Ja, so. Naja, aber irgendwie könnte er vielleicht so ein bisschen Altersweisheit dazu oder Altersmilde. Ja, ja, also von mir aus gerne, das aber spielen würden wir nicht mehr zusammen. Nicht mehr zusammen. Nee. Du hast mal gesagt, du hast deine Musik fast alle, oder hast sie alles selbst geschrieben, aber was ich gelesen habe, du hast auch für andere geschrieben und was mich am meisten irritiert hat, oder für die Wildecker Hatzbuben. Ja, das war, fand ich sehr lustig. Ja. Ach, das war eigentlich. Also, das erwartet man ja nicht, dass ein Rocker wie du für die Wilde Herzbu. Oder auch, ich glaube, Dunja Reiter war, glaube ich, auch dabei, ne? Ja, na, Dunja Reiter hat, die hat ja so gecovert an den Ufern der Nacht. Hm. Genau. Ja, ich hatte mal für den Peter Albert was geschrieben. Und wie heißt denn der nochmal schnell, der in Ilmenau wohnt hier? Der Peter Albert war ja auch so ein Schlagersänger. Ja, ja, ja. Wir haben oft Skat gespielt. Ja. Und da sagt er, Mensch, schreib doch mal was für mich. So, und ich komme ja aus einer Familie, wo viel gesungen wurde. Und früher eben auch Volkslieder und Sauflieder, wenn das Wasser am Rhein, Goldener Wein wäre und alles sowas. Und kannte so ein bisschen, oder sag mal, ich kenne mich so ein bisschen aus mit dieser Mentalität, mit der Bierseligkeit und so. Und da sag ich, na ja, gut, dann habe ich für ihn geschrieben, hier, trink ein Glas Wein mit mir. Ja. Und dann, wie heißt denn der Peter? Mensch, Scheiße, fällt mir der Name nicht ein. Und der hatte doch richtig gut gesungen, diese Nummer, die dann die Herzbuben gesungen haben. Und dann kam diese Nummer an die Plattenfirma und da haben die Herzbuben das gesungen. Ich habe so großes Heimweh. Also. Ja, einfach aus Spaß. Ich habe das einfach aus Spaß. Ich könnte es selber nicht singen. Klar, ich kann es singen, aber ich würde sowas nicht öffentlich machen jetzt. Und, vielleicht machst du eine Rockversion draußen. Ja, oder ihr macht es mal als Trio oder so. Also du mit den Herzen. Ja, ich glaube, dazu ist die Nummer nicht bekannt genug. Weißt du? Das war also nicht so. Die haben dann nicht mehr so viel verkauft wie von Herzelein. Ja. Ja, das wäre natürlich gut gewesen dann. Och, wenn die so viel Platten verkauft hätten, das war ihr erster Hit gewesen. Herzelein. Kennst du die Nummer überhaupt? Ja, natürlich kenne ich die. Ja. Herzelein, du sollst nicht traurig sein. Genau, ja. Seinerzeit meine Tochter, die war, glaube ich, 5 oder 6, die hat das immer gesungen, die fand es toll. Ja. Damit bist du jetzt unterwegs und hast du schon die nächste wieder in der Schublade? Weil wenn man eine Platte macht oder so, hast du ja wahrscheinlich sehr viele Texte gemacht und am Ende nur ein paar genommen. Also bleiben immer welche übrig in der Schublade.
naja, musikalische Ideen, textlich jetzt nicht so, aber ich bin am Überlegen, ob man jetzt noch ein Best-of macht oder eine sogenannte Second Edition, was ja auch so eine Modesache ist, dass man dasselbe Album nochmal veröffentlicht mit ein paar mehr Songs drauf, ein paar neuen Songs oder live oder, so. Oder unplugged ja, oder irgend sowas. Ja? Da müssen wir sehen. Naja, und dann kommt ja noch ein Buch. Soll ja noch ein Buch erscheinen. Biografie. Ja, nochmal. Also, ich habe ja schon ein Buch, das hat der Wolfgang Martin geschrieben und jetzt soll nochmal ein Buch kommen. Das wird der Christian Hensche schreiben. Ja. Soll aber mehr auch, der Bildanteil soll ziemlich groß sein und da ist die Dana Bartel, die ist ja unsere die Fotografin ist. Unsere Leibfotografin, die ist ja oft mit zu den Konzerten und so, fotografiert also viele, die Prinzen oder auch Silly, ist Silly auch genau. Dabei. Und das ist wirklich eine leidenschaftliche Fotografin und sie hat auch das Booklet hier gemacht. Also die hat die gesamte Plattengestaltung gemacht und alle waren zufrieden, alle haben sich gefunden. Die hat sich dermaßen darin gekniet und ja, bin ich stolz drauf, meine liebe Dana. Du hast, glaube ich, mehr als 500 Titel gemacht, Auftritte, wie viele ungefähr? Tausende, ne? Man kann sich... Nee, na, mit den Pudis 3000. Wir haben jetzt im 3000. War ja in der Waldbühne, das war ja unser 3000. Konzert rund gerechnet. Ich meine, früher waren wir ja jedes Wochenende unterwegs. Ja. Wir haben, also tausende Konzerte. Ihr habt, du hast auch sehr viel Duets gemacht. Ich glaube, Kunze war dabei. Julia Neigel, Till Lindemann, Mario Adorf. Mario Adorf stimmt, der hat bei euch gesungen in der Waldbühne mit. Genau. Gibt es jemanden, mit dem du, den du noch auf dem Zettel hast, wo du sagst, den, mit dem will ich nochmal? Ja, das war schon langsam langweilig, weil das natürlich utopisch ist. Natürlich würde ich gerne Mick Jagger. Oder zumindest mit Keith Richards, der bei uns Gitarre spielen würde. Das wäre schon der Hammer. Also, kommt noch. Aber ich meine, ich habe gute Gitarristen. Ich sage immer, du bist dann der Jüngste auf der Bühne wahrscheinlich. Ja, ja. Ich sage immer, wenn wir mit einer Band spielen und ich die Band vorstelle, ich habe die besten, von den 10 besten Gitarristen der Welt sind 2 bei mir, nämlich Jörg Weiselberg und Uwe Hasbecker. Ja. Genau. Und der dritte bist du. Das sind natürlich Wahnsinnsgitarristen und die bringen so viel Emotionen in so ein Konzert mit drin und überbieten sich gegenseitig. Aber nicht mit komplizierten Sachen, sondern einfach Dinge, die starke Emotionen haben und die wissen genau, was sie spielen sollen. Und die Probe dauert bei uns also wirklich eine halbe Stunde, ist so ein Song drauf und dann probiert da noch mal ein bisschen, ob wir das noch mal so machen oder so und das einfach, macht einfach Spaß. Wenn man sich so die deutschsprachige Musikszene hier im Osten anschaut, also die dann auch noch aus der DDR da ist, ist das nur mein Eindruck oder ist es wirklich so, dass die mehr zusammenhängt als die Musikszene in den alten Bundesländern? Also wir stellen immer wieder fest, dass Leute, Gäste, zum Beispiel Matthias Reim war ja bei uns und seine Frau war ja auch mit, Christine Stark, die sagt so, sie hatte das Gefühl, dass bei uns im Osten so der Zusammenhalt irgendwie familiärer ist so. Naja, weil du spielst mal bei City mit, spielst mal bei Silly mit, die spielen mal bei dir mit, dann spielt ihr alle dreimal wieder ganz woanders mit. Das ist ja auch so, wir kennen uns ja alle, wir müssen uns ja nicht vormachen. Ja. Und natürlich sind wir Konkurrenten, wie im Sport. Ja. Da will auch jeder der Erste sein. Aber wir zeigen nicht ständig, dass wir jetzt, es muss nicht jeder der Größte sein. Genau, nein. Und darauf kommt es euch ja nicht an. Wichtig ist, dass man sich gut verträgt und dass man auch mal beim anderen mitspielt oder bei mir spielen andere mit. Also ich habe ja mit allen zusammen gespielt. Also da nimmt man sich dann auch gegenseitig zurück. Ja, also wenn du Gast bist, zum Beispiel bei Silly oder irgend sowas. Natürlich. Na klar, und gibt trotzdem mein Bestes, logischerweise. Ja. Also ist so ein bisschen familiärer, ja? Ja, denke ich schon, ja. Hast du auch schon mal bei Bellbrook mitgespielt? Also ja, bei deinem Sohn? Ja, mehrmals so, ja. Gerade im letzten Jahr bei 2 oder 3 Konzerten habe ich mitgespielt. War auch super. Ja. Die haben ja auch Rockerrende gespielt. Ja. Und da habe ich so, weiß ich gar nicht, wie viele Nummern habe ich mir gesungen? 4, 5 Nummern. Ja, haben uns dann. Was jetzt außer der Tournee sozusagen, Buch kommt. Gibt es sonst so Dinge, von denen du noch träumst oder so? Golf lernen oder ich weiß nicht was? Nö, also wenn ich irgendwas machen will, dann mache ich das sowieso immer gleich. Ja. Also nicht erst für nächstes Jahr oder so. Nee, ich sage, es soll alles so bleiben und sich dann langsam steigern. Weil ich wäre ja oft gefragt, hast du noch Wünsche oder so. Ja. Und ich bin eigentlich so zufrieden und wenn sich das noch steigert, ist doch gut. Apropos zufrieden, also du bist ja jetzt, du gehst, kann man ja sagen, auf die 80 zu, ne? Mhm. Sieht man dir zwar nicht an. Gibt es Dinge, also außer dass wir gesagt haben, okay, vielleicht im Umgang mit den Kollegen von den Pudis, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das würde ich ganz anders machen, das bereue ich oder...
Nee, ich singe ja in dem Lied, wenn ich noch mal leben könnte. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da singe ich ja unter anderem auch, vieles brauchte ich nicht mehr, nie mehr zum Militär. Auch meine Krankenakte wäre einfach für immer leer. Ja. Also das sind die Sachen, die ich jetzt im zweiten Leben nicht brauchte. Ansonsten würde ich eben fast alles genauso machen. Im zweiten Leben. Nichts groß ändern im zweiten Leben. Aber das haben wir ja nicht. Also es gibt ja zum Beispiel, ich habe neulich so eine interessante Frage gelesen. Du bist wieder 8 Jahre alt. Mit der Erfahrung von heute und kannst noch mal leben mit der Erfahrung, die du jetzt hast, oder du kriegst 10 Millionen. Kannst wählen. Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Ja. Ich könnte mir Betet nicht vorstellen. Was soll ich mit 10 Millionen? Ja, ein neues Studio bauen oder so. Oder ich weiß nicht was. Was würdest du machen? Ich weiß auch nicht, ich habe drüber nachgedacht. 8 Jahre mit der Erfahrung, das wäre auch nicht so gut, glaube ich. Da wärst du ja schon alt, wärst sehr altklug. Ja, oder bist du nicht so beliebt bei deinen Kumpels? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Genau, ja. Wenn du mit 8 Jahren ja anfängst, über deine Steuererklärung zu reden. So. Vor allem sind ja alle Freunde, die man jetzt hat oder so, die sind ja nicht, ne? Die hast du ja plötzlich nicht mehr. Ja. Also ja. Ist dann relativ schwierig sozusagen. Na gut, dann sagen wir 10 Millionen, teilen wir uns. Ja. Okay. Ja. Ich bringe die dann mit ins Olympiastadion. Ja, okay. Schön, dass du da warst. Danke dir. Dann weiter viel Erfolg bei der Tour. Und gucken Sie einfach mal auf der Internetseite, wo Sie in Berlin stehen. Er weiß es selber nicht. Bis jetzt ist es wahrscheinlich noch nicht geplant. Und ansonsten gibt es diese CD. Als CD, ich glaube, als Vinyl gibt es die auch. Und so. Ja, in vier verschiedene Farben. Gold, schwarz-rot, Gold und noch durchsichtig. Oh, Gottes und dann gibt es noch eine Fanbox. Was ist da noch drin? Na, da ist zum Beispiel drin ein Dia-Betrachter. Da sind Fotos drin, die noch nicht veröffentlicht waren. Also auch von früher noch. Dia, also mal, das gibt es noch. Ja, das war so eine Idee von der. Und haben sie extra in China anfertigen lassen. Ah, ja. Wahnsinn, ja. Und dann ist noch Poster drin und eine Grußkarte. Die klappst du auf und dann hört man mich. Aha. Wie ich ein paar Grüße entrichte. Doch, das ist doch schön. Ja. Das ist ja vielleicht eine Idee, das hat ja Frank Zander gemacht. Kennst du dieses... der hat ja vorbereitet. Für Geburtstagswünsche. Für Geburtstagswünsche. Ja, genau, ja. Ich meine, das ist ja auch nochmal ein Geschäft, dass du sozusagen Geburtstagswünsche singst für jeden. Ja, also. Nee, macht ja Frank schon. Ja, naja, das kannst du ja auch noch machen. Ist ja jetzt nicht, ich weiß nicht, ist das geschützt oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ja. Danke, dass du da warst. Danke, dass Sie dabei waren. Und jetzt gibt's noch bei Musik. Bis dahin. Tschüss, mach es gut. Verlierer und Helden, Leben und Tod. Die Ampeln des Lebens stehen auf Rot. Die Straßen sind stiller, die Kneipen sind stumm. Schwärmer schwärmen um die Lichter der Nacht herum. Tragische Tage, tragische Tage. Die Welt hat sich verändert. Alles auf Distanz, die unsichtbaren Feinde geben uns keine Chance, keine Chance. Tragische Tage, tragische Tage. So viele Träume.
sie kommen wieder. All die ungesungenen Lieder und bessere Tage, viel bessere Jahre.